Nach Umfragen stehen viele Menschen in Deutschland Organspenden eigentlich positiv gegenüber. Nur die konkrete Entscheidung, ob dafür oder dagegen, die schieben viele auf oder halten sie nicht schriftlich fest. Heute startet ein neues zentrales Organspenderegister. Es soll helfen, die Zahl der Spender hierzulande zu erhöhen. In Europa ist die Spendenbereitschaft besonders in Spanien groß. Das Land lag 2022 deutlich vor den anderen Staaten. Auch in Island und Portugal spenden Menschen häufiger ihre Organe. Deutschland dagegen liegt im europäischen Vergleich weit abgeschlagen auf Platz 28. Julia Schröter berichtet. Uniklinik Mainz. Toni Gleitzmann ist wieder beim Check. Der 35-Jährige wartet seit 5 Jahren auf eine neue Leber, denn sein Körper greift die eigene Leber an. Er leidet unter Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Gewichtsverlust. Die letzten 1,5 Jahre hat man es schon sehr gemerkt, ja, die körperliche Schwäche einfach dann da ist. Ne? Auch die Begleiterscheinungen werden einfach stärker und ja, deutlich sichtbar. Warten auf die lebensrettende Transplantation. Wie ihm geht es mehr als 8000 Patienten in ganz Deutschland. Das neue Organspenderegister soll helfen, die Zahl der Organspender zu steigern. Eine Datenbank, in der jetzt jeder auch digital erklären kann, ob er Organe spenden will oder nicht. Kliniken können die Infos schnell abrufen. Die Spender können sich registrieren lassen. Die Angehörigen werden damit entlastet, aber auch die Ärztinnen und Ärzte, wo dann Gewissheit also erreicht werden kann durch den Blick in das Organspenderegister. Doch die Hürden für den Eintrag sind wegen des Datenschutzes hoch. Man benötigt einen Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion, außerdem eine Ausweis-App. Ab Spätsommer soll der Eintrag auch über die Krankenkassen-App möglich sein. Experten rechnen deshalb erstmal nicht mit einem großen Anstieg der Spender, dennoch sei das Register eine Chance. Dass nämlich einfach nochmal das Thema Organspende in das Bewusstsein in Deutschland von allen Bürgerinnen und Bürgern gerückt wird. Dass jeder also anders mit dem Thema nochmal konfrontiert wird, sich auseinandersetzt, eine Entscheidung trifft. Eine Entscheidung, die Leben retten kann. Darauf hofft auch Toni Gleitzmann. Er möchte endlich wieder gesund werden. Noch wichtig zu wissen, Spenderorgane werden nur entnommen, wenn die Ärzte den Hirntod eines Menschen feststellen, wie zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Das sind aber nur etwa 1% aller Todesfälle. Und in Deutschland muss eben auch noch die Zustimmung des Verstorbenen vorliegen. Das erklärt die niedrige Zahl der so dringend benötigten Spenden. Alexandra Vacano und Delia Thomas. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 965 Menschen, die nach ihrem Hirntod Organe gespendet haben. Insgesamt waren es bundesweit über 2.980 Organe, die transplantiert wurden. Auch Lebende spendeten und konnten damit das Leben einiger tausend Menschen retten oder verbessern. Wie mit einer Niere. Da bei gesunden Menschen eine ausreicht, sind einige bereit, eine ihrer beiden Nieren abzugeben. Nieren sind die Organe, die am häufigsten transplantiert werden. Auf Platz 2 die Leber. Auch von ihr können Teile lebend gespendet werden. An dritter Stelle Herztransplantationen. Außerdem gibt es Gewebespenden, wie die Augenhornhaut, Herzklappen oder auch Knochen, Sehnen und Bänder. Sowohl Organ- als auch Gewebespender können sich ab sofort in das neue digitale Organspenderegister eintragen. Weiterhin gelten aber auch der Organspendeausweis und die Patientenverfügung. Alles Wichtige zum Organspenderegister haben wir für Sie ganz praktisch zusammengefasst auf ZDF heute. Auch wie Sie Ihren Willen digital festlegen und auch jederzeit ändern können. 13 Sanktionspakete gegen Russland hat die EU seit Kriegsbeginn verabschiedet. Jetzt kommen weitere dazu als Reaktion auf die Wahl und als Reaktion auf den Tod des Kreml-Kritikers Nawalny. Weiteres Signal von den EU-Außenministern heute: Der Ukraine muss noch mehr geholfen werden. Isabel Schäfers berichtet. Die EU-Außenminister kamen heute unter dem Eindruck der Wahlen in Russland zusammen. Viele verurteilten diese als weder frei noch fair. Die Konsequenz für Europa sei klar, man müsse die Ukraine weiter unterstützen. Zugleich müssen wir alles dafür tun, dass wir uns vor diesem Russland von Putin selber besser schützen und
dass wir felsenfest an der Seite der Ukraine stehen mit weiteren 5 Milliarden Euro. Die 5 Milliarden Euro sollen jährlich zusätzlich für Militärhilfe an die Ukraine ausgegeben werden. Zunächst für die nächsten 4 Jahre. Das haben die Minister heute formal beschlossen. Und es gibt eine weitere Idee, wie mehr Geld für die Ukraine zusammenkommen könnte. Die EU hat rund 210 Milliarden Euro staatliches russisches Vermögen eingefroren. Dieses Geld will die EU aufgrund rechtlicher Bedenken bisher nicht nutzen. Aber die Zinserträge aus diesem Geld könnten abgeschöpft werden. Schätzungen zufolge würden so weitere 3,5 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung stehen. Das ist eine klare Botschaft an Putin und auch an die Oligarchen, dass wir ihnen so Geld wegnehmen können. Eine klare Botschaft auch an die Ukrainer, dass wir enorme Ressourcen haben, um sie zu unterstützen. Aber auch an unsere eigenen Wähler und Steuerzahler, dass wir statt unseres Geldes das Geld des Aggressors verwenden. Das Geld soll nicht nur, wie ursprünglich geplant, für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden, sondern auch für Militärhilfe. Die EU-Kommission wird voraussichtlich in den kommenden Tagen einen konkreten Vorschlag dazu vorlegen. SPD-Fraktionschef Mützenich bekommt für seine Äußerungen zum Einfrieren des Ukraine-Kriegs jetzt auch Gegenwind aus der eigenen Partei. Das würde am Ende nur Putin helfen, sagte Verteidigungsminister Pistorius bei einem Besuch in Warschau. Die Position könne man zwar vertreten, um sich für den Frieden auszusprechen, aber einen Diktatfrieden oder einen Waffenstillstand, bei dem Putin am Ende gestärkt ist, dürfe es nicht geben. Neue Grundsicherung statt Bürgergeld, das plant die CDU, und zwar nach einem Sieg bei der nächsten Bundestagswahl. Die größte Oppositionspartei will dann die aktuelle Unterstützung radikal umbauen. Wer arbeiten kann, müsse auch arbeiten gehen, sagt Generalsekretär Linnemann. Und Sanktionen sollen schneller, einfacher und unbürokratischer durchgesetzt werden. Britta Buchholz. Jobcenter Berlin-Mitte ist Rekordhalter. Hier beziehen die meisten erwerbsfähigen Berliner Bürgergeld, mehr als jeder 10. Bewohner des Bezirks. Zu viel findet die CDU. Das Bürgergeld, ehemals Hartz IV, wollen sie abschaffen, stattdessen eine neue Grundsicherung einführen. Wir müssen in Deutschland einen Mentalitätswandel einleiten. Das hört sich so abstrakt an. Aber Wohlstand ohne Anstrengung ist eine Illusion, gibt es nicht. Wir dürfen den Fehlanreiz auch nicht dahin setzen, dass diejenigen, die heute noch arbeiten, sagen, ich bin doch der Dumme und jetzt bleibe ich auch zu Hause. Im Papier deutliche Forderungen, bessere Arbeitsanreize, zum Beispiel höhere Hinzuverdienstgrenzen, mehr Sanktionen. Im Blick sogenannte Totalverweigerer. Wer nicht bedürftig ist, für den bestehe kein Anspruch auf Grundsicherung mehr. Kritik von der SPD. Wir reden bei den sogenannten Totalverweigerern über wenige tausend Menschen. Und über die veranstaltet die Union aus taktischen Gründen eine Diskussion, als wäre das ein Massenphänomen in unserem Land. Umstritten ist, ob eine Streichung rechtlich überhaupt möglich wäre. Die FDP begrüßt das Konzept, vermutet aber Symbolpolitik. Vor gut einem Jahr hat auch die Union dem Bürgergeld zugestimmt. Die CDU bzw. die Union hat beim Thema Bürgergeld selbst mitgemacht. Sie hat Bürgergeld mitentwickelt. Und deswegen finde ich, dass die Union einfach an der Stelle ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Das Bürgergeld ist nur ein kleiner Teil im übergroßen Sozialbudget. Die CDU möchte es im Wahlkampf zu einem großen Thema machen.